Jason. Mache ich mal meine frisch gewaschenen Haare auf. Ganz plüschig aussehen. Der Hund von meiner Nachbarin heute, der wurde anscheinend auch geduscht. Entschuldigung. Und der sah aus ganz, ganz plüschig. Das war so niedlich. Kann ich das so ausmachen? Der sah ganz, ganz süß aus, wie so ein geplatztes Sofakissen. Ach ja, genau, wir können uns die Zwischensequenzen nochmal angucken. Welche wollen wir uns denn nochmal angucken? Story? Resonieren? Nee. Aber Animes auf Deutsch kenne ich Wedding Peach, Jan die Kamikaze-Diebin, Blade und so weiter. Eher die typischen RTL 2-Serien von damals, ne? Kein Bock mehr. Kann ich verstehen. Du hast mein vollstes Mitleid. Ich weiß, wie bescheuert das ist. Und Inuyasha. Oh, Inuyasha war so gut, aber die deutsche Version ist so herbe geschnitten worden. Das hat mich etwas genervt, weil die echt übel geschnitten war. Hm. Aber hast du zum Beispiel nie Dragon Ball oder Dragon Ball Z oder so geguckt? Das war auch mega geil. Oh, hi. Do it like I showed you and we'll be okay. You put your feet up over there. Or else don't forget. Jetzt spielst du den zweiten Teil, ja, dann viel Erfolg. Ach, der war hinten. Toll, jetzt ist das alles runtergefallen, oder was? Ich krieg zu viel. Hallo? Ah, ich wollte schon sagen, ist weggespammt oder was. Hm. Ich bin so doof. Ich habe die Leiter da nicht runtergemacht. Hm. Ja, das ist richtig. Dragon Ball war super. Oh, hier waren wir noch nicht. Beim Mittagessen gestört. Ich weiß, jetzt seid ihr sauer, ne? More thought to your defense next time. I'll be fine. Be here. You fight. Ha! Be here. Ich metze erstmal alles, ne? Be here. Be here. Be here. Honey und Nanny, oh ja. Spinning edge. Match stronger. Das habe ich auch total gerne geguckt. Es gab ja so viele coole Serien. Die man eigentlich gar nicht mehr so richtig auf dem Plan hat. Okay, die lassen sich gar nicht stören, dass wir da draußen die ganzen Soldaten kaputt gemacht haben, ne? So. Ich bin immer noch etwas lost. Gehen wir nach oben. Ich bin so lost.
Und habe gedacht, ich hätte da vielleicht einfach dran vorbeilaufen können. Aber nein. So. Zug, Brückensteuerung. Bringt uns aber nicht wirklich weiter. When did it get so late? Ja, das freue ich mich aber auch. And I've started glowing. I'm a bit self-conscious. Es ist unten. So, dann können wir die Brücke nämlich jetzt runterlassen. Das war das, was ich eigentlich hätte vorhin machen sollen. Dann hätten wir uns den Weg nämlich gerade erspart. Dann kann ich das machen. Und dann geht das Tor auf. Und wir kommen endlich weiter. Not much further to exit. Not so fast, my dear intruders. Letting a terrorist from Torna out of my grasp would make me look very bad indeed. Ja, das ist ja doof. Oh, that emerald core crystal. You must be the Aegis. Much as it pains me to admit it, it seems Vorad was right on the money. You know who Power is? Are you trying to capture her too, you ratbag? No, no, language. But of course. The most powerful blade in all of history. With the power to rend all rest asunder. Only a fool would know of that power and not seek to claim it. And I am no fool. Therefore, I will claim her as my own. You cannot argue with such logic. Der Typ geht gar nicht. Der ist so ätzend. In final step of logic. Sorry, pal. But you've done all the capturing you're gonna do today. Such impertinence for a dirty terrorist. Let's go, Hyra. Got it. Okay. No way time you to take going you down. Das Wutsystem. Nice. Very nice. Aber langsam gehen die Kopfschmerzen weg, das ist gut. Bullseye, Popoplum. Ich weiß, beim ersten Mal habe ich mich richtig schwer getan, aber da war ich, glaube ich, auch wesentlich niedriger im Level. Da versuche ich schon immer drauf zu achten, ne? Okay, Cutscene. Ich weiß noch, dass ich mit japanischen Anime erst anfing, als ich One Piece aufhörte, in der RTL 2 zu laufen und jemand One Piece Tyrion. Mehr bei mir hat das schon früher angefangen. Weil ich viele Serien geguckt habe, die gar nicht im deutschen Fernsehen liefen. Ich glaube, es war so 2000. Ja, 5, so ungefähr.
Ja, auf jeden Fall. Das waren noch Zeiten. Das waren tolle Zeiten. Wenn man nach der Schule schnell nach Hause ist, nur um sich eben Dragon Ball und Dr. Slump, kennt ihr noch Dr. Slump? Die Neuauflage. Es gibt ja eine Original Dr. Slump Serie und es gab ja die Neuauflage. Ich hab sie so geliebt. Das war nicht gut. Okay, das ist ein nicer Vulkan. Mein Ohr juckt. Okay, da kann ich nicht mitreden, da er zu der Zeit einen PC oder Laptop hatte, daher kannte ich nur die japanischen erst später. Ich hatte einen Computer, den ich mir mit meinem Bruder geteilt habe. Das kam aber, glaube ich, auch erst wesentlich später, da war ich so 16, 17. Und ich weiß noch, das waren dann immer so die Zeiten, Mama, hast du heute Rufdienst? Nö, wieso? Okay, ich bin im Internet. Die hatte halt immer von der Arbeit her halt Bereitschaftsdienste. Musste dementsprechend natürlich erreichbar sein. So, Kälteeinbruch würde ich gerne machen. Okay. Oh. Einige Kälteinbruchskristalle. A mangy flea bag in a bunch of stinking kids. I triumphant return to more Ardaine with the Aegis. Out like a light. Ach, that's what you get for trying. Ja, du bist eh sehr vielsprachig, ne? He was trying to take me back to more Ardaine. Rex, this is a trap. A trap. A trap. So they weren't actually going to execute you. No time. Talk later, Rex. We should escape. Master Pawn is right. Chance of reinforcements very high. Let us make haste. They're getting out of town. Ich find's auf Englisch irgendwie auch süß, ne? Es ist jetzt nicht so, wo ich mir denke, yay, aber es ist irgendwie niedlich auf Englisch. So, erst einmal Charaktere, Schwerter. Euch nichts, da ist ein bisschen was passiert. Da ist ein bisschen was passiert. Da nix. Was haben wir hier? Da haben wir noch einen Sockel frei. Die müssen wir aber erstmal fertig machen. Okay, aber. Wir können mal eben resonieren. Einmal mit Nia. Viel rumgekommen, dank meines Vaters. Ja! Also, es hat ja Vor- und Nachteile, ne? Auf der einen Seite hat man halt unglaublich viel schon gesehen.
Auf der anderen Seite ist halt immer so die Sache, ne? Warte, wenn ich das mache. So. Zum Beispiel habe ich noch eine NSYNC-Idee, als die Anfänge über. Ach, eine NSYNC! NSYNC, ja, ja. CD anfing berühmt zu werden, frisch in einem Ami McDonald's gekauft. Ich habe damals, die müsste ja auch irgendwo noch rumliegen. Ich habe auch noch eine CD, wo McDonald's in Deutschland so eine CD rausgebracht hat, wo die Hälfte Britney Spears und die Hälfte NSYNC war. Ich habe die rauf und runter gehört, die war so geil. Die war richtig, richtig gut. Als Justin Timberlake noch bei NSYNC war. Das waren Zeiten. Kriegen wir jetzt eine legendäre oder kriegen wir so Justin Timberlake? Nein, wir kriegen natürlich keine. Warum habe ich jetzt die komischen Verstärker genommen? Oh, aber das ist so einer mit einem Ball. Das ist lustig. Batsch. Don't worry, I'll go above and beyond. Toll. Du bist mir ja einer. Yay, aber er ist, wisst ihr, Strom. Es ist schlimm und die Jahre vergehen immer schneller, ne? Das ist ja das Ding, die Jahre vergehen immer schneller. Wenn ich das jetzt so mache. Und nochmal. Also ich meine, ich werde in anderthalb Monaten kriege ich meine nächste Schnapszahl. Das wird übel. Puppy, kawaii. 100%. Yep. Yep. Warum will ich denn die eigentlich immer so machen? Das ist doch Blödsinn. Dann mache ich das jetzt nochmal so. Alle Verstärker erstmal einsetzen in der Hoffnung, dass was kommt. Ich kenne sonst nur Aqua aus Fairy Tail und sich selbst beim Sprechen erinnert. Ach, du meinst Poppy? Ich hab's gerade gedacht, wer ist denn Poppy? Du meinst Poppy? Poppy ist einfach, ist cute as hell. Poppy ist cute as hell. Aber es gibt einige, das ist ja so ein Ding, was gerne verwendet wird, um Charaktere noch niedlicher darzustellen, ne? Wenn ich das Licht jetzt anmache. Introducing me. Ach ja, nee. Andermal. Fairy Tail, ich weiß, bei My Hero Academia, da gibt es auch irgendeinen Charakter, der das macht. Meine ich. Gibt wenige Charaktere, die von sich in der dritten Person sprechen. Es gibt mehr, als du denkst. Also, gerade in diesen also Mangadayo. Die Kleine hat ja auch immer von sich in der dritten Person gesprochen. Es gibt einige. Das ist halt so ein Ding, was nicht häufig verwendet wird, weil es ein ziemlich starkes rhetorisches Mittel ist. Man will das halt nicht so auslaugen. Deswegen kommt einem das so vor, als wäre es eigentlich nie vorhanden. Aber es kommt häufiger vor, als man denkt. Chio, so hieß sie. Die hat auch immer von sich in der dritten Person gesprochen.
Das wird so nix, ne? Das wird so nix. Ah, kenn ich nicht. Du hast ja Anime-Kultur. Ja. Ich habe meine komplette Teenager-Zeit in dieser Szene verbracht und auch so drei Viertel meiner 20er habe ich in den Szenen verbracht. Ich habe schon unglaublich viele Animes gesehen, von denen ich ganz viele gar nicht mehr weiß. Aber gerade so die alten Klassiker, also Manga Daio, völlig durchgeknallt, aber richtig, richtig geil. Was hatten wir denn noch? Harui ging damals völlig durch die Decke. Angel Beats, richtig üble Story. Clannad und Clannad After Story. Oh, Flan Alarm. Chapeau. Vielen Dank. Ja, das ist jetzt. Ist halt so. Nein, nicht du. Das ist so. Wenn man die Sachen, die andere Leute geil finden, aus Gründen nicht geil findet und sei es Party machen oder keine Ahnung, ich mochte damals nie die California. Golden Boy, oh, absolut. Golden Boy, Helsing, Cowboy Bebop, X, die langen Anime-Nächte auf Vox, die ich mir immer früher immer auf Videokassette aufgenommen habe, damit ich sie danach gucken konnte. Wo, ach nee, MTV. Ja, MTV auch, aber Vox hatte immer die langen Anime-Nächte, wo sie dann zum Beispiel so die kompletten eine komplette Staffel einfach gezeigt haben von DNA Squash oder wie hieß es? Ich hatte es gerade eben noch. Oh, der Anime, wo ich mich jedes Mal über die Nasen aufrege, weil die so hässlich sind. Oder Neon Genesis Evangelion, was da gezeigt worden ist. Die uralten Erstauflagen an Videokassetten und DVDs, wo dann einfach nur deutscher Untertitel ist, was viel später erst synchronisiert worden ist, wie zum Beispiel Evangelion oder so. Was ich aber traurig finde, ist, dass Saint Seiya nie nach Deutschland kam. Saint Seiya sagt mir gerade gar nichts. Das sagt mir gerade gar nichts. Ich habe, glaube ich, keine mehr, ne? Ne, das waren alle. Alles Rotze. Alles Rotze. Kam nur Rotze raus. Scheiße. Aber ich kann mal gucken. Machen wir einmal das.